die Landwirte sind am wenigsten schuld, wenn man das so sagen kann. Ja? Natürlich stecken sie in ganz starken ökonomischen Zwängen. Die Gewinnspannen sind oft sehr, sehr niedrig. Und die Konsumenten haben, glaube ich, mehr Macht, den Markt zu steuern im Moment, als die Landwirte. Und die Politik hätte natürlich auch die Macht, aber ja. Ich habe in dem Buch eigentlich versucht, Fragen zu klären, die mich selber auch, also ohne Übertreibung, seit Jahrzehnten beschäftigen. Also schon als Kind hatte ich ein paar dieser Fragen. Ich war in einer sehr tierlieben muslimischen Familie aufgewachsen. Und da haben sie auch immer wieder Fragen gestellt, welchen Tieren hilft man, wo muss man Tiere retten oder sowas. Und auch die Fragen nach den Tierversuchen, nach dem Tiere töten. Was ist Freiheit überhaupt? Was heißt das eigentlich? Dass eingesperrt sein schlimm ist, ist, glaube ich, recht leicht zu sehen. Aber was ist eigentlich Freiheit für ein Tier? Was ist Tierwohl? Das wollte ich auch für mich klären. Und dann habe ich auch an die Leser gedacht, aber auch an andere, also entweder an welche, die sich noch unsicher sind, die sie es sehen, die vielleicht mal die Filme im Fernsehen sehen über Tierhaltung, die denken, oh, das ist aber eigentlich nicht in Ordnung so. Ich glaube, da gibt es inzwischen sehr viele. Und da habe ich auch an die anderen Veganer gedacht, die auch ihre Argumente schärfen wollen und vielleicht auch die Positionen einfach klären wollen. Ich glaube schon, dass Bio mit der Idee angefangen hat, man könne eine etwas bessere Tierhaltung verwirklichen. Aber wenn man sich die Bestimmung ansieht, dann merkt man, dass die Unterschiede wirklich nur marginal sind. Oft bedeutet Bio vor allem, dass das Futter eben gentechnikfrei ist oder besser letztlich für den Menschen, also dass das Tier nicht so viele Antibiotika bekommt oder sowas. Aber ob wirklich das Tier besser lebt, ist eine andere Frage. Konventionell zum Beispiel braucht ein großes Mastschwein am Ende der Mast 0,75 Quadratmeter. Das ist ja praktisch gar nichts. Ja? Bei Bio bis zu, also die beste Bestimmung, 1,5 Quadratmeter. Ja, da kann er sich einmal umdrehen. Also ich meine, das ist aber immer noch ganz wenig. Das hört sich zwar doppelt so viel an, aber das ist kein Schweineleben. Ein Schwein will wühlen, will draußen rummachen, will erforschen, will soziale Gruppen aufbauen. Die haben ein sehr stabiles Sozialverhalten mit festen anderen Bezugsschweinen, sage ich mal. Das haben sie da alles nicht. Ja? Die Konsequenz ist die, wir sind massenhaft Leute, die massenhaft Produkte von Tieren konsumieren wollen. Und das führt zu Massentierhaltung. Auch eine Biotierhaltung mit bis zu 3000 Hennen, das ist doch auch Massentierhaltung. Und die haben auch kein vollständiges Leben. Bei Bio nicht, genauso wenig wie sonst. Ich war schon 30 Jahre Vegetarierin, bis ich mich entschlossen habe, wirklich jetzt mal vegan zu leben. Also ich habe es vorher schon ein paar Mal versucht, aber es ist ja erst in den letzten Jahren wirklich leicht geworden. Und dann habe ich mir auch mal ein bisschen Hilfe geholt, habe mir mal von einem Veganer erklären lassen, welche Joghurts kann man gut essen, welche Wurstaufschnitte, also Pseudo-Wurst schmeckt gut und so. Und dann ging das eigentlich ganz gut. So im Selbstversuch war das gar nicht so einfach, weil ich habe dann mich durch alles durchgefüttert und manche schmeckte so blöd. Und habe gemerkt, die Leute im Laden kaufen das auch nicht unbedingt. Ich bereue, dass ich so spät Veganerin geworden bin. Dass ich auch irgendwie hochmütig war gegenüber Veganern. Also als Vegetarierin denkst du irgendwie, du hast schon alles so geschafft oder bist du auf der richtigen Seite, das stimmt überhaupt nicht. Bürgerrechte sind nicht nur Wahlen, ja, das ist nur ein kleiner Teil. Bürgerrechte gehören zum Beispiel, bedeuten, dass wir ein Recht haben, da zu leben, wo wir leben, ja, und das stimmt. Wir Menschen haben oft das Gefühl, die Stadt gehört uns und wir dulden die Tiere so, wie wir wollen und wenn sie uns stören, dann vergiften wir sie, aber das ist nicht richtig. Die Tiere haben natürlich genauso ein Recht, auch in der Stadt zu leben wie wir oder überhaupt auf dieser Erde. Oder Bürgerrechte bedeuten auch, dass die Interessen der Gruppe einbezogen werden in Planung, in Veränderung. Und das stimmt eigentlich auch. Ja? Und das ist vollkommen richtig. Das ist aber eine bittere Pille, die für uns manchmal schwer zu schlucken ist, weil wir letztlich immer noch in so einer darwinistischen Welt leben. Wir sind die Krone der Schöpfung. Alles strebt auf uns hin. Uns gehört es. Das ist ja gar nicht richtig. Das wissen wir eigentlich auch abstrakt, weil wir leben immer noch so. Und nur ganz praktisch muss man natürlich sagen, wir kämpfen jetzt immer noch hier dafür, dass die Leute überhaupt mal anerkennen, jenseits von Gesetzen, einfach nur so in der Alltagsmoral, dass Tiere ein Recht auf Leben haben, dass wir sie auch nicht einsperren dürfen, dass wir sie nicht töten dürfen. Dafür kämpfen wir noch. Es ist einfach leider noch zu früh, um noch mehr zu fordern.